Hi Leute, heute neues Video, neues Thema. Oft wird man in der Meerwasseraquaristik gefragt, das ist so anstrengend, das ist schwierig von der Technik, was brauche ich eigentlich, was brauche ich nicht, jeder sagt was anderes. Ich habe euch zu diesem Zweck heute mal mein gutes altes Stenerle 60 Liter Aquarium mitgebracht, um euch mal zu erklären, welche Technik brauche ich denn nun wirklich und welche sind eigentlich bloß nice to haves. Daher fangen wir einfach mal direkt an. Wie gesagt, das ist ein gewöhnliches 60 Liter Cube von Dennerle. Das kennt so ziemlich jeder Süßwasser-Aquarianer, aber es ist meistens so die Größe, mit der die meisten beginnen. Was braucht man also, wenn man dieses Aquarium gerne für Meerwasser-Aquaristik benutzen möchte? Das Allerwichtigste bei einem Meerwasser-Aquarium ist immer das Licht. Das wird selbstverständlich gebraucht, wie wahrscheinlich jedem Aquarium. Wo Leben ist, braucht man Licht. Ansonsten ist da wenig Leben. Die zweite wirklich wichtige Funktion, die ein Meerwasseraquarium erfüllen muss, ist Strömung. Das Wasser muss sich bewegen, sonst kriegen die Korallen keine Nährstoffe und können ihre Abfallprodukte nicht abtransportieren. Genau das gleiche auch für Fische. Fische brauchen frisches Wasser oder zumindest sauerstoffreiches Wasser, das muss sich bewegen. Daher brauchen wir also eine Strömungspumpe. Dafür kann man beispielsweise solch eine kleine Tunzepumpe benutzen. Es geht natürlich auch jede andere, in dem Fall hier ist es eine kleine Tunzepumpe. Die Größe, darüber kann man auch noch viel reden, aber sagen wir erstmal, wir brauchen eine Strömungspumpe. So, Strömungspumpe ist installiert, die hätten wir. Im Grunde, wenn man ganz, ganz eng sieht, würde das schon reichen, um ein Meerwasseraquarium zu betreiben. Ohne Filter, ohne alles. Ein Filter braucht man im Meerwasser sowieso nicht, wie man ihn aus dem Süßwasser kennt. Denn es ist nicht unser Ziel, möglichst viel Siedlungsfläche für Bakterien zu produzieren, wie es eben im Süßwasser normalerweise benötigt wird. Wir wollen im Gegenteil sogar recht wenig Siedlungsfläche haben. Warum und weshalb, das können wir vielleicht mal in einem anderen Video erklären. Was wird denn wirklich noch benötigt? Oder was ist denn noch eine sinnvolle Sache, die man sich anschaffen sollte? Eine der sonstigen Investitionen, die sich lohnen, wäre ein Oberflächenskimmer. Den kennt man auch häufig aus dem Süßwasser. Der wird dort auch hin und wieder eingesetzt, um eben die Oberfläche abzuziehen. Es bildet sich nun mal über Staub und sonstige Bakterien und alles Mögliche auf der Oberfläche vom Wasser eine gewisse Schicht, die aus eben genau diesen Stoffen besteht. Die hindert aber den Gasaustausch, also Sauerstoff kommt schwerer ins Wasser, CO2 kommt schwerer aus dem Wasser heraus und natürlich auch das Licht wird ab einem gewissen Grad deutlich behindert im Wasser. Daher macht so ein Oberflächenabzug wirklich Sinn. Der sitzt im Aquarium drin. Hier oben ist eine kleine Schwimmeinheit, die immer oben schwimmt und konstant sozusagen die Wasseroberfläche hineinsaugt in sich und hier unten sozusagen wieder rauspustet. Installieren wir auch das einmal in unserem Aquarium. Jetzt haben wir aber schon ein ziemlich volles Aquarium. Trotzdem immer noch nicht alles. Da gibt es noch mehr. Was benötigen wir denn sonst noch? Sinnvoll, das kennt man ja auch aus dem Süßwasser, ist aber auch nicht unbedingt nötig, weil bei den meisten einfach die Raumtemperatur stimmt. Genau, die Temperatur. Meiner Meinung nach sollte die höchste Temperatur, die so ein Meerwassertier aushält, auf über längere Zeit bei 27 Grad liegen, die niedrigste bei 23 Grad. Im Idealfall bleiben wir immer bei 25. Das ist wirklich das Beste und wir sollten so gut wie es geht versuchen, genau in diesem Bereich zu bleiben. Daher macht natürlich eine Heizung unter Umständen Sinn, je nachdem wie warm oder kalt euer Zuhause halt ist. Die meisten benötigen sie eigentlich gar nicht, deswegen zähle ich sie als optional auf. Das ist ein gewöhnlicher Heizstab, wie man ihn kennt. Für Nanoaquaristik macht es natürlich Sinn, einen möglichst kleinen zu nehmen, denn wir wollen das Becken, was ja so schon recht voll mit Technik ist, nicht noch weiter überfüllen mit riesen Heizstäben. Daher, ich bin eigentlich ein Fan von diesen kleinen Heizstäben. Wenn ich überhaupt einen einsetze, dann auch nicht so stark von der Leistung, wie häufig beworben wird. Der hier hat in dem Fall zum Beispiel 50 Watt. Das reicht mehr als genug aus. Hier für das Aquarium mit 60 Litern würden auch 25 Watt vollkommen ausreichen. In den großen 1000 Litern hinter mir zum Beispiel, da sind gerade mal 300 Watt als Heizer drin und selbst die werden eigentlich nicht benötigt. Also hängen wir auch den Heizstab einmal ins Becken. Wo wir doch bei der Temperatur sind, gerade im Sommer und im Hochsommer, so wie der letzte Sommer jetzt war, mit teilweise 28 Grad oder 40 Grad,
Ja, da können wir nicht einfach darauf warten, dass das Wasser kalt wird. Wir können auch schwierig die ganze Zeit Wasser wechseln, denn wir haben Salzwasser und kein normales Leitungswasser. Also ist das auch schwierig. Der manchmal genannte Trick von Wasserflaschen, die man einfriert und ins Wasser legt, das funktioniert auch nur sehr bedingt, weil um das Wasser erstmal kalt zu kriegen, wird der Kühlschrank eine Menge Hitze in eurem Raum erzeugen. Und auch so ein bisschen Eis im Wasser hält einfach nicht lange. Das taut sofort wieder auf und dann hat man auch nicht viel gewonnen. Daher empfiehlt sich meistens für uns ein Lüfter. Ein gewöhnlicher PC-Lüfter. Man kann den auf verschiedenste Arten bauen. Wie ihr hinter mir vermutlich seht am Aquarium, sind da auch einfache PC-Lüfter verbaut. Die habe ich selber gebaut, die Kühler. Die Lösung, die ihr hier gerade seht im Hintergrund, ist jetzt nicht unbedingt die schönste von allen, aber sie erfüllt ihren Zweck. Man kann auch einfach solche fertigen kaufen. Meistens nicht unbedingt die leisesten, aber in der Not besser als sterbende Tiere. Daher kann man auch das noch ins Becken bauen. So, nun kommt immer mehr dazu, aber wir sind immer noch nicht fertig. Möchte man nun in seinem neuen Aquarium doch auch ein oder zwei Fische halten, besonders viele gehen leider im Meerwasser nicht in solchen kleinen Aquarien, dann wird man wahrscheinlich nicht um einen Abschäumer herumkommen. Ein Beispielabschäumer wäre dieser hier. Der ist ganz klein, ist ein Sander Piccolo. Der funktioniert für solche Zwecke prima. Der ist nur luftbetrieben. Dieser ist da, um überschüssige Nährstoffe und sozusagen Abfallprodukte von Fischen, aber natürlich auch anderen Tieren, einfach aus dem Wasser wieder herauszubekommen. Etwas vereinfacht gesagt. Wenn euch das Thema Abschäumer besonders interessiert, wie funktioniert er, was tut er, was macht er eigentlich wirklich in das Wasser und was holt er auch raus aus dem Wasser, dann können wir darüber gerne ein extra Video machen. Aber hängen wir auch diesen einfach mal hier herein. Jetzt haben wir wirklich eine Menge Technik. Ein Großteil davon ist optional, aber selbst mit der sind wir immer noch nicht durch. Denn, wie wir schon vielleicht wissen, im Meerwasser und natürlich in allen anderen Aquarien verdunstet Wasser. Gerade wenn das Becken offen betrieben wird, was sich gerade auch aufgrund der Technik und der Temperaturproblematik beim Meerwasser empfiehlt, dann verdunstet viel oder wenig Wasser. Es verdunstet aber nur wirklich das reine Wasser. Das Salz bleibt im übrig gebliebenen Wasser im Becken zurück. Bedeutet, je mehr verdunstet vom Wasser, umso höher wird der Salzanteil des Wassers. Und das in relevanten Mengen bedeutet, wir müssen regelmäßig Osmosewasser nachfüllen. Je nachdem, wie viel verdunstet, wird es schwierig, das immer von Hand zu machen. Zum Beispiel die 1000 Liter hinter mir, da verdunstet am Tag ungefähr 10 Liter Wasser. Die jeden Tag von Hand nachzufüllen, macht keinen Spaß. Also selbstverständlich gibt es auch dafür Geräte. Die bestehen meistens aus einer kleinen Pumpe, einer Steuereinheit und so einem kleinen Sensor. Dabei wird nicht besonders viel bei gemacht. Wir haben diese kleine Pumpe, die wird in einen extra Tank gesetzt. Beispielsweise hier hätten wir jetzt sozusagen einen kleinen Extratank. Wir haben den Sensor hier, den wir auch wieder an unsere Oberfläche positionieren. Und immer je nachdem, wie das Wasser hoch ist, wird dieser Schwimmer ausgelöst oder eben nicht. Und so wird Wasser nachgepumpt oder eben nicht. Optionale Sache, auch ein gewisser Luxus, aber man kann auch das einbauen. So, jetzt haben wir wirklich viel Technik im Becken. Sieht auch nicht mehr besonders schön aus. Können wir da dann trotzdem noch irgendeine Lösung machen, dass es ein bisschen schöner wird? Ja, können wir tatsächlich machen. Und zwar einen guten alten Anhängefilter, wie man ihn auch vom Süßwasser häufig mal kennt, gerade für so kleine Becken. Der funktioniert auch im Meerwasser. Wir füllen ihn aber nicht mit Filtermedien aus dem Süßwasser, sondern wir füllen ihn mit der Technik. Den baue ich jetzt mal an und zeige euch, wie es dann aussehen könnte. Beispielsweise so könnte es danach wieder aussehen. Wir haben mittlerweile wirklich eine überschaubare Menge an Technik innerhalb des Beckens. Abschäumer ist in den Außenfilter gerückt, die Heizung ebenfalls, die Schläuche der Nachfüllanlage, denn das Wasser muss ja auch wieder ins Wasser, können ebenso hier oben noch befestigt werden dran. Wir haben momentan den Lüfter entfernt, den könnten wir ja so nur dann ranbauen, wenn wir wirklich das Wasser kühlen müssen, beispielsweise eben im Sommer, da könnte es nötig sein. Ansonsten ist das grundlegend alle Technik, die wir benötigen. Einen weiteren Punkt habe ich dennoch, der sich empfiehlt an Technik, den man einsetzen könnte, und das wäre eine Dosierpumpe. Da ist die Meinung sehr unterschiedlich. Viele Leute sagen, man benötigt die für so ein kleines Becken überhaupt gar nicht.
Ich bin der Meinung, man benötigt sie. Ich würde das Becken sogar so betreiben, plus Dosierpumpe. Das wäre mein Setup, was ich verwenden würde. Ich habe in dem Setup, wie es jetzt hier steht, auch den Oberflächenabzug entfernt. Denn das kann unter Umständen mit der kleinen Rutsche hier vom Außenfilter auch erledigt werden. Daher finde ich das so schon ganz übersichtlich. Es ist nicht zu viel Technik. Und so kann man erfolgreich ein Meerwasserbecken mit Fischen betreiben. Und das ist doch eigentlich das Ziel. Das soll es erstmal für dieses Video gewesen sein. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt mir die sehr gerne in die Kommentare. Wahrscheinlich werde ich im nächsten Video darauf eingehen. Ansonsten, ich freue mich natürlich, wenn ihr einen Daumen da lasst, wenn ihr auch sonst irgendwelche Kommentare da lasst. Ich freue mich über jede Reaktion, die ich kriegen kann. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!